Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV. Die Schärfe in der heimischen Innenpolitik nimmt deutlich zu, auch die Schlagzahl. Die FPÖ-Spitze teilt wieder kräftig aus. Hauptziel ist einmal mehr Umweltministerin Eleonore Gewessler von den Grünen. Das ist ein Thema. Das zweite, worüber wir heute sprechen werden, ist eine Sondersitzung zum Thema Teuerung, ebenfalls von der FPÖ auf den Plan gerufen. Und es geht auch um den Kampf der wirklich völlig außer Rand und Band geratenen Überziehungszinsen und der Kampf dagegen bei Österreichs Banken. Herbert Kickl hat das angestoßen. Jetzt zogen sogar die Grünen nach. Der grüne Sozialminister und Konsumentenschutzminister hat sogar eine Klage eingereicht. Mein Name ist Karl Wendel. Ich spreche heute wieder mit FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Herr Hafenecker, ganz aktuell, es gibt jetzt eine Sondersitzung zum Thema Teuerung. Worum geht es da und was haben Sie da vor? Ja, also zunächst einmal herzlichen Dank für die neuerliche Einladung zu Ihnen in die Sendung. Ja, die Sondersitzung wird jetzt im August noch stattfinden. Die ist vereinbart worden zwischen SPÖ und FPÖ. Und natürlich ist es ein Ziel dieser Sitzung, darauf hinzuweisen, wie die Bürger mittlerweile unter der Teuerung in diesem Land stöhnen und vor allem, was die Regierung in dem Zusammenhang alles falsch gemacht hat. Es ist eine ganze Reihe von Maßnahmen durch die Regierung gesetzt worden, die in diese Inflations- und Teuerungsspirale hineingeführt haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, im Parlament diesen Herrschaften mal die Augen etwas zu öffnen und mal wirklich darauf hinzuweisen, wie es den Menschen eigentlich geht. Ja, es sind ja Teuerungen, Grundnahrungsmittel 23% plus, teilweise geht es ja fast bis aufs Verdoppeln dessen, was wir vorher bezahlt haben. Was waren die Kardinalfehler im Kampf gegen die Inflation, die Österreich gemacht hat? Wir liegen momentan bei 7%, in der Schweiz sind es 1,7%, also deutlich niedriger. Die skandinavischen Länder haben das auch im Griff, wir nicht. Was lief falsch? Ja, schauen Sie, man kann das, glaube ich, ruhiger als Multiorganversagen in dieser Regierung bezeichnen. Denn zunächst hat man mal im Zuge der Corona-Krise vollkommen falsche Maßnahmen gesetzt. Man hat mit der Gießkanne Steuergelder verteilt, von denen man ganz genau gewusst hat, dass das kommende Generationen wiederum zurückbezahlen müssen. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist natürlich auch dem Sanktionsregime gegen Russland geschuldet. Russland war ein wichtiger Handelspartner, vor allem im Zusammenhang mit Energielieferungen. Diese Energie, die müssen wir zwar anders teuer einkaufen. Das ist auch das, worunter die Menschen stöhnen. Ich habe heute zum Beispiel in einem sozialen Medium ein Bild gefunden von einer Tankstelle in Kärnten. Ich glaube, das war auf der Wörthersee-Autobahn, wo eine Acip-Tankstelle tatsächlich 2,67 Euro für den Liter Diesel verlangt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man auch in einen Kontext damit setzen, was das voriges Jahr um die Zeit noch ausgemacht hat. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, der den Menschen das Leben immer teurer macht. Dann gehen wir weiter. Schauen wir, wie die Mieten explodiert sind. Man hat nie eine Mietpreisdeckelung eingeführt. Man hat also diese Teuerung der Mieten vollkommen zur Kenntnis genommen. Und ein Problem, das jetzt ganz massiv auf uns zukommt, neben einer generellen Erhöhung aller Lebenskosten, ist natürlich auch noch die Kreditklemme, in die man jetzt viele Menschen gebracht hat. Wir haben von einer radikalen 0% Zinspolitik jetzt mittlerweile auf 4,5% erhöht oder 4,75, glaube ich, sind da Geld, aktuell sogar. Das heißt also, hier hat man den Menschen definitiv auch noch einmal wirklich Schlimmes angetan. Und auch hier schläft man wieder in der Pendelung, anstatt die Banken jetzt einmal dazu zu bewegen, auch einmal umgekehrt Solidarität mit den Steuerzahlern zu üben, so wie die es in der Bankenkrise 2008 mit den Banken getan haben, lässt man das alles weiter gewähren. Und wie gesagt, es gibt multiple Probleme. Es gibt ein Multiorganversagen, das die Bundesregierung zu verantworten hat. Und jetzt muss man da zusammenräumen. Ja, aber vor allem bei der Zinspolitik, da ist ja jetzt der grüne Sozial- und Konsumentenschutzminister Rauch vorgeprescht. Ihr habt immer gefordert, da muss etwas passieren, dass die Zinsschere nicht so weit aufgeht. Rauch geht jetzt nur einen Schritt weiter, indem er eben die Konsumentenschützer dazu aufgefordert hat,
Klage einzureichen. Das ist wohl einmalig in der Republik, dass ein Minister Banken klagt. Wird da nicht ein Feindbild aufgebaut, das eigentlich sinnlos ist? Na, schauen Sie, was der Herr Rauch macht, und da haben die Grünen offensichtlich schon von der ÖVP genügend gelernt, ist einmal mehr Showpolitik. Denn wenn man sich die Klage des Herrn Rauch oder die von ihm beim Verein für Konsumenteninformation in Auftrag gegebene Klage im Detail anschaut, dann ist es eine Klage, die sich auf Girokonten bezieht. Ja? Wo man sagt, also warum werden da keine Habenzinsen weitergegeben? Das ist eine Klage, die, glaube ich, gegen die Bank Austria geführt wird in dem Zusammenhang. Und die aber den Menschen, die nicht wissen, wie sie ihre Wohnungen bezahlen sollen, wie sie ihre Häuser abstottern sollen, in keinster Weise hilft. Also da ist man ja schon wieder vollkommen daneben. Was wir bräuchten, wäre eine Zinsdeckelung, wie es in Italien andiskutiert wird, wie es auch in Ungarn gemacht worden ist, und eine Unterstützung für die Familien, bevor hier zigtausende Familien auf den Straßen stehen. Man muss sich mal vorstellen, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis mit Leuten gesprochen, die sich eine Wohnung angeschafft haben oder ein Haus gebaut haben. Und wenn man so da eine Durchschnittskreditaufnahme für eine Wohnung im Wiener Umland hernimmt, in der Höhe von 300.000 Euro, dann hat man dafür letztes Jahr um die Zeit noch 100 Euro Zinsen im Monat bezahlt, und jetzt sind es 1.200 Euro. Das ist ein voller Gehalt, der hier dazukommt, den man irgendwie aufbringen muss, um alleine nur seine Wohnsituation aufrechterhalten zu können. Und das ist, ich glaube, wirklich das große Platzen der Immobilienblase, das hier auf uns zukommt. Und wenn hier nicht bald etwas unternommen wird und wenn diese Regierung nicht bald mit den nassen Fetzen aus dem Amt gejagt wird, ja, dann Gnade uns Gott. Ja, aber wie gesagt, das eine ist Girokonten, und da sagen ja die Banken, Girokonten sind ja eigentlich nur dazu da, um den Geldverkehr schnell zu regeln. Das sind ja keine Sparkonten. Es gibt durchaus auch Möglichkeiten in Österreich, zwischen 2,8 und 3,5 und 3,8% Zinsen für sogenannte Tagesgeldkonten zu lukrieren. Das ist ja was, oder? Das könnte man machen, aber grundsätzlich ist ja auch hier wieder eines. Also auf der einen Seite jammert die Regierung herum wegen der Girokonto-Verzinsung, wo ich durchaus bei Ihnen bin. Das ist jetzt nicht der große Wurf, und eigentlich ist es zynisch, den Menschen gegenüber zu sagen, naja, wenn ihr ein Plus am Konto habt, dann sollt ihr mehr Zinsen kriegen. Ja. Wer im Mittelstand hat noch ein Plus am Konto? Ja? Wer hat noch die Möglichkeit, Geld zu sparen? Wie gesagt, Sie haben es ja vorher selbst erwähnt, momentan liegt die Inflation bei 7%. Die Energiekosten sind ins Bodenlose explodiert. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es eben solche Vorschläge. Das heißt also, wenn man hier sofort helfen möchte, ja, und wenn man auch für die Sparer was tun möchte, die es ja vereinzelt doch noch gibt, ja, dann könnte man ja sofort die Kapitalertragssteuer abschaffen. Das hätte der Herr Minister mit einem Federstrich in der Hand, tut er ja auch nicht. Also im Prinzip schaut die Regierung schon wieder ganz bewusst weg. Man nimmt, ich habe mich vorher übrigens geirrt, es sind 4,25% momentan der Leitzins in der EZB. Aber nichtsdestotrotz eine Explosion bei den Zinsen, die unerträglich ist. Und wissen Sie, ich habe es vorher noch mal gesagt, ich erwarte mir wirklich Solidarität von den Banken, im Umkehrschluss auch. Denn der österreichische Steuerzahler hat 2008 mit 11 Milliarden Euro geholfen, als alle Banken in Österreich gewackelt haben. Ja. Und jetzt kann sich da niemand mehr daran erinnern. Im Gegenteil, man macht also astronomische Gewinne, die hat es, glaube ich, in der jüngeren Vergangenheit überhaupt noch nicht gegeben. Man streift sich das Geld ein und schaut dabei zu, wie sich der Mittelstand gerade verabschiedet. Ja, es geht ja nicht nur um Gewinne, die eingestreift werden, sondern, Sie haben es ja vorhin erwähnt, es geht auch um die sozialen Auswirkungen, die es auf die Gesellschaft eben gibt. Österreich ist ja das Land der Häuselbauer, und für junge Menschen, sagen Sie, ist somit die Anschaffung von Eigenheim, egal ob Wohnung oder Haus, fast unmöglich geworden. Wie schnell soll das umgesetzt werden, die Klage, die jetzt Minister Rauch eingereicht hat? Das wird ja einige Jahre dauern, bis das ausjudiziert. Die wird einige Jahre dauern und geht vollkommen an der Notwendigkeit vorbei, die es momentan gibt. Ja. Hilft den Kreditzahlern momentan gar nicht. Was der Herr Rauch da veranstaltet, ist nur irgendwie ein Sommerlochfüller gewesen, um ein bisschen in die Medien zu kommen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass der Druck, den vor allem auch wir Freiheitliche erhöht haben, dass der doch mittlerweile auch Früchte trägt. Denn ich habe heute gehört, dass der Spartenobmann der Banken schon davon gesprochen hat, dass es demnächst einen Vorschlag geben soll, wie Menschen, denen es wirklich aufgrund dieser Kreditzinsensituation an die Existenz geht, ja, dass man natürlich Pakete schnüren möchte, um diesen Menschen zu helfen. Also ich höre wohl, dass das jetzt ein Vorhaben ist. Ich bin nur gespannt, wie lange es dauert, bis hier auch etwas zur Umsetzung kommt und wie niederschwellig das auch funktionieren wird. Denn wie gesagt, also, es geht um
eine durchschnittliche Wohnung oder vielleicht ein bisschen über dem Durchschnitt um die Zinslast, die man hat, und darüber, dass, oder darum, dass man plötzlich von heute auf morgen 1200 Euro im Monat mehr aufbringen muss. Vorhin haben Sie erwähnt, dass es eben bei den Tankstellen inzwischen schon wieder Preise gibt, die astronomisch sind. 2,67 Euro für einen Liter Diesel. Allerdings auf einer Tankstelle, auf einer Autobahn. Und wir alle wissen, dass Autobahn-Tankstellen extra teuer sind. Also da tankt man auch nur dann, wenn man wirklich muss. Also, aber Herr Wendel, das macht es nicht schöner, wissen Sie? Also ja. Wenn man jetzt einen Spritpreis auf einer Tankstelle hat, der um ein Drittel teurer ist als auf einer anderen Tankstelle auf der Autobahn noch vor einem Jahr, dann weiß man, was da passiert. Und es schneidet hier wieder der Finanzminister kräftig mit. Und dann gibt es wieder so Herrschaften wie die Frau Gewessler, die dann herumturnen, so wie heute, auch im Fernsehen und bei einer Pressekonferenz, die dann froh sind, dass die Energiepreise und die Spritpreise so hoch sind, dass man massiv CO2 einsparen konnte, weil der Spritpreistourismus ausgeblieben ist. Ja. Das ist doch nur ein Verschieben des Problems irgendwo anders hin, hat aber der Umwelt oder dem grünen Ansatz ja in keinster Weise gedient. Also das ist eine einzige Augenauswischerei. Bluten müssen nur die österreichischen Bürger und hier auch die ländliche Bevölkerung, die auch an ländlichen Tankstellen schon wieder weit mehr zu bezahlen hat, als noch vor wenigen Wochen und Monaten. Und wie gesagt, das ist ja nur ein zusätzlicher Griff in die Taschen, der passiert ja auf allen Ebenen rund um die Uhr. Österreich, das Land der Dieselfahrer, Österreich, aber auch das Land, wo die Regierung Spitze kräftig im Bedarfsflieger unterwegs ist. Sie haben in einer Anfrage ausrecherchieren lassen, wie oft jetzt eigentlich unsere Umweltministerin mit einem Bedarfsflieger unterwegs gewesen ist, die Frau Gewessler, die Vielreiserin. Was ist bei dieser Anfrage herausgekommen und vor allem, welche Zahlen im Zusammenhang mit den CO2-Fußabdruck kommen da heraus? Also ich meine, das Interessante ist jetzt einmal grundsätzlich, ist es ja immer, zumindest was die Grünen betrifft, das ist ja Wasser predigen und Wein trinken. Ne? Also jeder der grünen Regierungsmitglieder gefällt sich ja in der Rolle, durch die Welt zu chatten und irgendwelche pseudowichtigen Aufnahmen zu übernehmen, anstatt bei der eigenen Bevölkerung zu sein und hier sicherzustellen, dass die vielfachen Probleme gelöst werden, die es in dem Land zweifellos gibt. Das kann man ja auch in der Bundesrepublik Deutschland sehen. Da gab es ja auch eine prominente Kollegin von der Frau Gewessler, die Frau Baerbock, ja, die schon wieder einen Baerbock geschossen hat, ja, weil sie irgendeine Südpazifikreise machen wollte. Es ging nach Australien. Es hätte nach Australien gehen sollen und dann, glaube ich, hätte sie sich ein paar nette Inselatolle anschauen wollen. Ja. Sie hat es nur nicht dorthin geschafft, ja, weil der Bundeswehrflieger nicht funktioniert hat, ja, und weil der mittlerweile, glaube ich, aussortiert worden ist, weil sie die Ministerin so geärgert hat, dass sie ihren Sommerurlaub nicht antreten konnte, wo der Steuerzahler wieder aufkommen hätte müssen dafür. Und dass man 2x80 Tonnen Kerosin dann noch ins Meer gekippt hat auf der arabischen Halbinsel, das ist auch irgendwie recht passend für die Grünen. Aber gut, es gibt auch in Österreich Minister, die es arg treiben, zum Beispiel die Ministerin Gewessler, die auch immerhin 21 Mal im Flugzeug unterwegs gewesen ist und dafür schon einmal Kosten generiert hat von rund 30.000 Euro. In welchem Zeitraum ist das? Das war jetzt in den letzten beiden Jahren. Ja. Also wie gesagt, 30.000 Euro Kosten generiert hat. Ja. Und eine der Reisen, die hier am meisten gekostet haben und das meiste CO2 verursacht haben, war die Reise zur Weltklimakonferenz nach Sharm el-Sheikh im Oktober 2022. Da hat sie alleine, glaube ich, 15 Tonnen CO2 verursacht, wenn man es jetzt weiterrechnen möchte, so wie es die Grünen immer gern machen mit dem Rechenschieber. Also das ist der Jahresverbrauch von 10 Haushalten, also wenn man uns das ein bisschen anschaut. Aber die Ministerin alleine ist es ja nicht, die hier mit den Steuergeldern herumschmeißt, abgesehen davon, dass sie ständig irgendwelche Studien an irgendwelche Freunde vergibt, ist auch ihr Kabinett sehr häufig unterwegs gewesen. Nämlich in der Zeit, wo sie 21 Mal unterwegs war, ist das ganze Kabinett 53 Mal herumgeflogen. Ja? Und die haben dann gleich gemeinsam einen CO2-Abdruck von 80 Tonnen hinterlassen. Ja? Wenn man also jetzt zusammenrechnet, dann kann man sagen, die Ministerin und ihr Kabinett hat in den letzten beiden Jahren Flugkosten von rund 100.000 Euro verursacht und 100 Tonnen CO2 produziert. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob das der Ansatz einer grünen Ministerin sein kann, die uns noch vor wenigen Monaten erklärt hat, also bitte den Deckel beim Kochen draufgeben, bitte
kalt duschen, bitte mit dem Pelzmantel im Wohnzimmer sitzen und so weiter und so fort. Wasser predigen und Wein trinken, das ist das Einzige, was die Grünen können. Ja gut, umgekehrt mit einem Fahrrad ins Auto und würde auch der Herbert Kickl nicht reisen. Irgendwie müssen sie ja dorthin kommen. Der springende Punkt ist der, sind all diese Reisen notwendig? Und das ist ja, glaube ich, auch die Kutzpe dran, wenn man hier von einer Weltklimakonferenz spricht. Ja, in Zeiten wie diesen, wo ja ganz offensichtlich die Welt kurz vor dem Einsturz steht, ja, müssen dann, ich glaube, das hat ja damals auch einen Investigativbericht gegeben, ich glaube, sind da 200 Privatjets gelandet in Sharm el-Sheikh. Ja? Also ich stelle mir wirklich die Frage, ob diese paar grünen Öko-Fuzis, ob sie denn nicht irgendwie auch mit Videotelefon irgendwie zusammenhängen könnten, um dort ihre grausen Ideen zu wälzen oder ob die wirklich da quer durch den über den Globus chatten müssen. Ja? Ist eine Frage, die man hier stellen kann, vor allem dann, wenn man den Anspruch erhebt, dass alle anderen das nicht dürfen. Ja? Das tun die Grünen nämlich. Wir sollen 100 km/h fahren, wir sollen, wie gesagt, den Deckel drauf tun, wir sollen weniger einheizen, wir sollten am besten keine Klimaanlage haben. Gleichzeitig lässt die Frau Gewessler ein riesengroßes Ding auf ihr Büro schrauben. Ja. Also all diese Dinge gehen sich ja nicht aus in der Argumentation. Und noch einmal, es gibt in dem Land genug zu tun, ja, um den Menschen aus ihrem Elend herauszuhelfen und nicht dadurch die Gegend zu chatten. Ja gut, das ist ein Punkt, den Sie permanent kritisieren. Und auch, dass innerhalb der Regierungskoalition die Schlagzahl der Streits immer höher wird. Es gibt den Asylstreit, es gibt den Klimastreit, es gibt den Zinsstreit jetzt, wo die ÖVP eigentlich bisher überhaupt noch nichts dazu gesagt hat. Und vor allem, es gibt auch Anzeichen innerhalb des Kanzleramtes. Jetzt hat der Kanzler einen neuen Wahlkampfleiter aus Niederösterreich geholt. Sind das Zeichen dafür, dass es doch möglicherweise schon bald Neuwahlen geben könnte? Oder ist das nur so ein Vorgeplänkel? Naja, es zeigt schon eines, dass also der Herr Bundeskanzler wirklich Angst vor dem Ertrinken hat, vor dem Politischen, und dass er wirklich wild um sich schlägt und schon immer mehr weiß, was er tun soll. Es ist ja quasi schon der vierte Niederösterreicher, oder der dritte, der jetzt eigentlich, wenn man den Nehammer dazu rechnet, ist der vierte, die quasi aus der Werkstätte Niederösterreich kommen, also Nehammer selbst, dann da eben der Herr Ebner, der jetzt nachkommen soll. Der Herr Karner war auch einmal ehemaliger Geschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, und auch der Herr Fleischmann stammt ja aus dieser Schmiede, da also alles made by Erwin Bröll und Hanni Mickel-Leitner. Ja, und diese Herrschaften, die tun sich halt jetzt wieder zusammen und glauben, sie können da einen kleinen Niederösterreich veranstalten auf Bundesebene. Ich sage Ihnen aber nur eines, das wird sich schlussendlich nicht ausgehen, denn der Stil, den ein Erwin Bröll damals in Niederösterreich an den Tag gelegt hat, ja, war ein durchaus massiv autoritärer, wo eigentlich überhaupt kein politischer Diskurs zugelassen worden ist. Und wenn die Herrschaften glauben, sie können das da jetzt wieder irgendwie so nachbauen, dann wird es nicht funktionieren. Also ich glaube, dass einfach ein bisschen so der Herr Bundeskanzler sich alleine fühlt in seinem Bundeskanzleramt und einfach vertraute Persönlichkeiten um sich braucht, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Ich glaube aber eher, dass das eine rein emotionale Entscheidung gewesen ist, weil was soll ein Herr, was kann nicht besser, aber was soll ein Herr, der Herr Ebner, danke, habe ich schon wieder vergessen, Bernhard Ebner, was soll der jetzt für Erfahrungswerte aus Niederösterreich auf Bundesebene mitbringen? Ja? Also sie haben ganz andere Dinge zu tun gehabt, ganz andere Voraussetzungen, auch im Zusammenhang mit Wahlkämpfen und so weiter. Wir wissen, in Niederösterreich hat die ÖVP fast unendlich viel Geld zur Verfügung, die dann ständig bei Landtagswahlkämpfen ausgeworfen werden. Gleichzeitig wissen wir auch, dass die Bundes-ÖVP schon wieder massiv verschuldet ist, also hier eher wenig viel im Goldschränken sein wird. Also insgesamt, glaube ich, ist es viel Theatertonner. Ich glaube, man wollte einfach einmal ein Zeichen setzen. Vielleicht hat man den Herrn Ebner auch irgendwie rausmontieren müssen aus Niederösterreich. Die Gerüchte hört man ja auch, weil ja jemand anderer Clubobmann geworden ist. Er war ursprünglich dafür vorgesehen. Also es ist eine Personalverschiebung, aber es wird jetzt niemand vor dem Herrn Ebner erzittern. Ja, gut. Aber nicht nur innerhalb der Koalition wird teilweise gestritten, auch innerhalb der FPÖ hat es in den vergangenen Tagen, Wochen die eine oder andere Unstimmigkeit gegeben, allen voran Lohnverzicht bzw. Erhöhung des Lohnes zu verzichten, das sind nicht alle gewillt. Unter anderem die Marlene Swarczyk in Salzburg und der Herr Heimbuchner in Oberösterreich. Sie haben gesagt, nein, wir wollen auf diese Inflationsangleichung nicht verzichten. Das sind 4,8%. Sie haben das vorhin eben auch erwähnt. Hat sich dieser Streit intern eigentlich schon gelegt? Also Swarczyk hat sich ja da wirklich klar gegen Herbert Kickl gestellt in dieser Frage?
Na, wenn man kontroversielle Meinung hat, ist es nicht zwangsläufig immer gleich ein Streit. Ich glaube, da muss man auch mit den Begriffen ein bisschen haushalten und nicht sofort immer den eskalativsten Begriff verwenden für Dinge, die halt einfach auch diskutiert werden. Und wenn in einer Partei mal gegenläufige Meinungen da sind, dann ist es ja unsere Aufgabe, darüber auch zu sprechen. Ich bin der Meinung, dass dazu mittlerweile alles gesagt ist. Man braucht jetzt eigentlich keine zusätzlichen Dinge mehr austauschen. Also für mich ist die Sache erledigt. Ja, nicht erledigt sind die Fragen zur Europawahl. Wer wird für die FPÖ als Spitzenkandidat in die Europawahl ziehen? Wird es Wilimski sein, wie mehr oder weniger schon kolportiert? Schauen Sie, auch hier ist es so, dass wir jetzt dann demnächst einmal den entsprechenden Ablauf in den Gremien starten werden, so wie es ja die anderen Parteien auch machen. Ich höre aus den anderen Parteien auch, man will sich dann einmal im November, Dezember ein bisschen über die Listenreihungen Gedanken machen. Ich bin nur eines, und das möchte ich hier schon auch ganz klar sagen, nicht, dass ich da in irgendeiner Art und Weise missinterpretiert werde, aber ich bin der Meinung, dass Harald Wilimski eine ausgezeichnete Arbeit auf europäischer Ebene gemacht hat. Ja. Und ich bin sicherlich einer, der ihn auch in den Gremien unterstützen wird. Und ich glaube auch, dass er das in weiterer Folge in Zukunft auch gut machen wird. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal. Das war Dankeschön. Christian Hafenecker, Generalsekretär der FPÖ, wie immer angriffig und vor allem mit einigen Neuigkeiten. Das eine ist eben die Sondersitzung zur Teuerung, die demnächst stattfinden soll, und die Liste der Bedarfsflüge innerhalb der Grünen Partei.